Turbine TV wird Ihnen präsentiert von der AOK Nordost, die Gesundheitskasse. Zweimal waren sich Turbine Potsdam und Sparta Prag in der Vorrunde bereits begegnet. Einmal gab es einen Sieg, einmal eine Niederlage. Jetzt also das Finale des 7. internationalen Turbine Hallencups. Und wie im letzten Gruppenspiel wieder die frühe Führung für Prag durch Iliska Sontagova. Aber die Turbinen wollten sich natürlich nicht so einfach erneut geschlagen geben. Der Ausgleich durch Viktoria Schwalm nach 2 Minuten. Doch Sparta schaltete sofort wieder auf Gegenangriff. Es war jetzt ein offener Schlagabtausch in diesem Finale. Und dann diese Szene, Luca Graf trifft hier nur die Latte. Und stattdessen auf der anderen Seite die erneute Prager Führung durch Andrea Staskova. Kam Turbine erneut zurück, wieder Viktoria Schwalm, aber diesmal Vasatova auf dem Posten. Auf der anderen Seite war Prag einfach im Schuss- und Torglück, Lucy Martinkova mit dem 3:1. Und es kam kurz vor Schluss noch schlimmer, Andrea Staskova besorgt den 4:1 Endstand. Sparta war am Ende der verdiente Sieger des Turniers. Turbine in diesem Jahr in der Halle einfach zu unkonstant. Die ganze Konzentration kann jetzt dem Rückrundenstart in der Fußball-Bundesliga gelten. Nichts war es also für die Potsdamerinnen mit dem erhofften 3. Titel in Folge. Der Pokal in der MBS Arena ging 2019 an Sparta Prag. Herzlichen Glückwunsch.